Als jetzt vor kurzem dieses Angebot kam, dass meine Frau den Sascha zwar freigibt, aber mit 5.000 € entschädigt werden will, da war ich zur einen Seite natürlich schon geschockt. Eine Mutter, die ihr Kind verkauft, das kann man sich eigentlich so kaum vorstellen. Selbst wenn der hier Betroffene das Kind einfach zurückholt, würde der deutsche Staat ihn immer schützen und ihn dafür nicht verurteilen. Ich habe keine Angst, darüber zu fliegen. Ich weiß ja auch, warum ich das tue und will meinen Sohn zurückhaben. Ich will, dass ihm wieder gut geht und da gehe ich eben halt jedes Risiko für ein. Jeder Tag zählt. Der Sascha muss so schnell wie möglich zurück. Und bitteschön. Bitte. Danke. Nochmal zum Bett schauen. Dankeschön. Und noch einmal bitte nach oben. Genau, richtig nach oben. Wunderbar. Danke. Die Hand weg und einfach ein bisschen blättern, bitte. Okay, einfach nur nach unten schauen. Und die Hand weg. Dankeschön. Ersten Ja, Gedanken. also ich bin spät abends nach Hause gekommen, sonntagsabends war das, und ich habe die Türe aufgeschlossen und ich wusste sofort, die waren weg. Schon bevor ich in die Wohnung gegangen bin, ich hatte sofort das Gefühl, die sind weg. Und es war auch irgendwie ganz seltsam, als ich dann hier in die Wohnung gekommen bin. Es war irgendwie von der Atmosphäre her schon ganz drückend, bedrückend. Und dann habe ich als erstes in den Kleiderschrank geguckt und habe gesehen, der ist halb ausgeräumt. Dann habe ich mich schlau gemacht, habe mich mit Freunden getroffen, mich beraten
und im Internet recherchiert. Und ja, dann habe ich sofort vom ersten Tag an alles, was machbar war, in Bewegung gesetzt, um den Sascha zurückzuholen. Also die Beziehung zu meiner Frau war eigentlich von Anfang an sehr chaotisch. Zur einen Seite haben wir uns wirklich beide sehr gerne gehabt und haben uns auch gut verstanden. Aber zur anderen Seite, das habe ich aber auch erst später erfahren, warum das so ist, konnte meine Frau auch, ich sage immer Jekyll und Hyde-Syndrom. Manchmal habe ich gedacht, da steht ein ganz anderer Mensch. Und dadurch sind dann natürlich sehr viele Probleme entstanden. Und die dann im Laufe der Zeit auch schlimmer wurden und später dann auch eskaliert sind. Ich möchte jetzt so bald wie möglich nach Indonesien fliegen. Ich bin gerade dabei, das ganze Geld, was ich brauche, zusammenzukratzen und werde dann so bald wie möglich buchen, um rüber zu fliegen. Ich werde mich mit meiner Frau da drüben treffen und mit Sascha. Dann werde ich wohl oder übel ihr das Geld geben müssen, aber ich werde das mich da schon absichern. Sie wird also Geld erst bekommen, wenn ich mit Sascha im Flugzeug sitze und in Sicherheit bin. Was waren denn da? Also als jetzt vor kurzem dieses Angebot kam, dass meine Frau den Sascha zwar freigibt, aber mit 5.000 Euro entschädigt werden will, da war ich zur einen Seite natürlich schon geschockt, aber auch nur für kurze Zeit, weil ich das eigentlich schon geahnt habe, dass das kommen wird. Das habe ich schon vor langer Zeit geahnt. Und letztendlich ist es ja auch egal. So bekomme ich ihn auf jeden Fall zurück. Und also das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Geschichte, dass meine Frau ihren Sohn verkauft. Also eine Frau, eine Mutter, die ihr Kind verkauft. Das kann man sich eigentlich so kaum vorstellen. Aber ich hatte vor einiger Zeit Fotos von Sascha bekommen, von seinem letzten Geburtstag. Und die Fotos haben mich wirklich richtig geschockt. Auf jedem Foto guckt Sascha ganz, ganz, ganz traurig in die Kamera. Und ich habe auch den Eindruck, dass er kommt also nicht richtig gesund rüber. Also ich glaube, also an den Fotos sehe ich einfach, dass es ihm da drüben gar nicht gut geht. Und nach diesen Fotos habe ich also auch kaum noch schlafen können. Das macht mir halt wirklich echt ganz, ganz große Sorgen. Also seit Jahren muss ich damit leben, dass ich hier ganz untätig rumsitzen muss, obwohl ich natürlich am liebsten sofort rüber geflogen wäre, um ihn zurückzuholen. Das lässt einen natürlich nicht mehr los. Und ja, es macht einen einfach mit der Zeit krank. In der ersten Zeit konnte ich noch mit Sascha telefonieren. Das hat sich aber im Laufe der Zeit leider geändert, da er natürlich verständlicherweise jetzt nur noch da drüben Indonesisch sprechen kann, hat er also das Deutschsprechen ganz verloren. Und das Problem ist dabei natürlich auch, dadurch, dass ich mit Sascha auch nicht mehr sprechen kann, wird die Kluft zwischen uns natürlich auch immer größer. Und deshalb habe ich auch in der letzten Zeit immer wieder viel mehr Angst bekommen, dass wir uns einfach oder er sich einfach weiter von mir entfernt. Vielleicht ist das sogar ein ganz menschlicher Schutzmechanismus, dass man versucht, gewisse Dinge zu vergessen. Das heißt also, vielleicht denkt er auch schon gar nicht mehr an mich. Ich weiß nur eins, ich muss mit allem rechnen, wenn ich darüber fliege, dass er entweder mir, wie gesagt, um den Hals fliegt oder dass er Abstand von mir nimmt. Ich weiß ja auch nicht, was meine Frau mit ihm da drüben angestellt hat. Also ich gehe eigentlich sehr selten hier ins Zimmer, eigentlich nur, um hier immer mal wieder ein bisschen sauber zu machen, Staub zu wischen oder zu saugen. Und weil sobald ich hier in das Zimmer komme, bin ich natürlich mit der Sache extrem konfrontiert und das macht mir nicht gerade gute Laune. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich so schnell wie möglich rüberfliege, den Sascha ohne große Probleme mit zurückbringen kann.
ich habe keine Angst darüber zu fliegen. Ich weiß ja auch, warum ich das tue und das steht für mich ganz oben. Ich will meinen Sohn zurückhaben, ich will, dass ihm wieder gut geht und da gehe ich eben halt jedes Risiko für ein. Das ist mir egal. Welche